Ja, also nach meinem lebenslangen Ringen mit dem Eierkochen und diversen Eierkochern, früher habe ich es einfach nur mit kochendem Wasser halt gemacht, wie man es so gemacht hat, habe ich jetzt doch einen ganz tollen Eierkocher gefunden. Der ist für mich auch ideal, weil ich ja nicht so viele Eier esse. Also da passen halt drei Eier rein. Und man macht das Wasser einfach da in die Wanne. Und da gibt es so einen Messbecher ohne Skala, weil den muss man einfach nur fast voll machen. Das finde ich auch schon mal sehr angenehm. Da muss ich dann nicht immer so rumzirkeln mit der Wassermenge. Dann kommt hier der Deckel drauf. Der hat da oben natürlich ein Loch. Und hier kann ich den Härtegrad einstellen. Das ist meiner Meinung nach aber nur eine Zeitschaltuhr. Ich weiß es nicht, aber ich vermute das einfach mal. Was soll das sonst sein? Also hier nach so ist es ganz hart, so ist es mittel und so ist es ganz weich. Ich mache immer mittel und dann macht man hier auf on. Und wenn es fertig ist, dann piepst er. So, wie ihr seht, nach circa 10 Minuten, es war auch schon mal weniger, aber vielleicht habe ich es dann anders gestellt gehabt ein bisschen, fängt er also an zu piepen und dann kann man ihn ausschalten. Ist sehr leicht zu reinigen, man muss ja nur dieses Ding hier eigentlich nur abtrocknen, das ist ja nur Kondenswasser. Und das Praktische ist, ich kann jetzt diese ganze Halterung hier mit einer Hand rausnehmen und das die Ei direkt abschrecken, beziehungsweise abkühlen auch. So, und dann kommt der Messbecher da so rein. Deckel kommt drauf. Und ihr seht ja, das ist ja nur so groß wie eine Hand, das Ding. So, dann wollen wir mal gucken, wie das Ei geworden ist. Kann ja viel behaupten, ne? Weil das war bei meinem vorigen Eierkocher, der hatte so eine Kuppel. Und der war eigentlich für sechs Eier. Und da war das Ei immer so ungleichmäßig gekocht, dass der ganze Glibber teilweise noch drin war und teilweise nicht. Es war so ganz unregelmäßig. Und das schmeckt mir ja nun gar nicht. Dieses Glibberige mag ich nicht. Also so weißglibberig, nicht das Gelbe, das kann ja ruhig ein bisschen weich sein. Aber wenn das Weiße auch glibberig ist, ne? Nee, das ist nichts für mich. Finde ich eklig. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ei ist. So sieht das aus, das ist jetzt halb durch. Ist also schön gleichmäßig und ein bisschen weich. Kann jeder, wie er will, einstellen. Übrigens sollte man nur Bio-Eier aus dem Grund nehmen. Die sind leider teurer, aber die anderen sind mit so viel Antibiotika, ja, man kann schon sagen, verseucht, weil da entstehen ja Keime, die gegen diese Antibiotika resistent sind und die isst man ja auch mit. Und wie ich gestern von einem Arzt im Fernsehen zumindest gelernt habe, ist das wirklich lebensgefährlich. Also man soll also eigentlich Eier, Puten und so weiter nur Bio kaufen, also nur von, wo man weiß, dass der Bauer da keine Massen Tierhaltung macht. Jo.